Und jetzt, ich bin auf die Seite www.office 365 gegangen. Übrigens, ab nächster Woche wird das Microsoft 365 heißen. Ich bin da oben rechts auf Anmelden gegangen. Klick. Und jetzt fragt mich Computer, bist du das? Bist du das? Und ich sage, ich habe gelöscht, als ob ich das nicht bereits gespeichert hätte. Und jetzt schauen Sie mal, wir müssen unsere Anmeldungs-E-Mail-Adresse schreiben, auf Weitergehen, Passwort eingeben. Ich mache jetzt hier auch angemeldet bleiben, weil ich längere Zeit mit diesem Konto arbeiten möchte jetzt. Und ich klicke auf Anmelden. Und jetzt landen wir bei Office Online. Und jetzt, das spielt keine Rolle, ob ich auf dem Computer Office installiert habe oder nicht. Bei mir ist das der Fall. Ich habe auch Office heruntergeladen und installiert, aber ich habe auch bezahlt dafür. Ich habe eine Lizenz gekauft und wir haben am ersten Tag Folgendes gemacht. Wir haben Kalender angeschaut, Klick. Wir haben gesehen, dass wir hier, Klick, Klick, neue Termine erfassen konnten, zum Beispiel PC-Schulung. Office Online Basis. Dann konnte ich mich selbst einladen, zum Beispiel zu diesem Termin. Gell? Übrigens, wenn ich da auf Person nehme, steht nicht mehr speichern, sondern senden. Dann konnte ich sagen, wann diese Besprechung ist. Das wäre heute 11 Uhr bis 11.30 Uhr, machen wir bis 12 Uhr. Dann wiederholt, jawohl. Das wird es wiederholen, Benutzer definiert. Es wird wiederholen in Tagesrhythmus bis 17. Speichern. Nach Ort suchen. Er fragt jetzt, darf ich schauen, wo du bist? Ich sage, ja, ja. Ich schreibe so, da schreibe ich Wettingen. Wettingen, Aargau, Schweiz, das ist gut. Erinnerung, dass wir, das heißt, 15 Minuten im Voraus werde ich eine Nachricht bekommen auf dem Computer. Ich sage, nein, nein, ich brauche eine Stunde vorher. Und ich schreibe mir eine Notiz, Kopf nicht vergessen. Ja, man weiß ja nicht, oder? Zack, pack. Und jetzt schauen wir sie mal. Wenn ich noch Antwortoptionen. Ich sage, ich brauche eine Antwort. Diese Person, dieser Galek, darf das weiter zulassen. Und Teilnehmerliste ausblenden, wenn ich mehrere hätte, wäre das versteckt. Würden sie sich gegenseitig nicht sehen. Dann sage ich eine Kategorie. Ich arbeite gerne mit Farben. Vor dem Mittag mache ich grüne Kategorie. In dieser Zeit werde ich beschäftigt oder werde ich abwesend sein und senden. In diesem Moment, schwupps, habe ich Termin gesetzt. Und jetzt mache ich einen Doppelklick auf seinen Termin. Klick, klick. Und jetzt heißt es, ich bearbeite alle Termine, die ganze Serie. Das wurde noch nicht gesendet und jetzt schaue ich mal, was hat nicht funktioniert. Und jetzt merke ich, ah hoppla, ich habe nicht bis 17. April gemacht, sondern bis 17. Juli. Das ist ein bisschen viel. Nichts Problem, ich gehe auf Anpassen und ich sage hier, bis zum 17. April. Speichern, senden. Zack, pack. Und jetzt sehen Sie, jetzt habe ich sein, das haben wir gestern gemacht, also so Termine erstellt. Gell? Wir haben aber auch einen neuen Kalender erstellt, Lernkalender, zum Beispiel Kindertermine,
gell? Ich mache ein Violett und ich muss immer so schnell wie ein Flugzeug sein bei Kindern. Also mache ich Ballone. Und ich sage speichern. Und jetzt schauen Sie mal. Das erlaubt mir, das kann ich schließen, das erlaubt mir, die Kindertermine in separatem Kalender machen. Wenn ich jetzt heute klick, klick, jetzt muss ich aufpassen. Diesen Kalender Kinderterminen aktivieren. Aktivieren. Klick, klick. Sehen Sie, das ist violett, das gehört zur Kategorie Kinder. Und dann mache ich Arztbesuch. Oh, passt. Teilnehmer, dann müsste ich meinen Sohn einladen, der hat noch keine E-Mail. Und ich sage, das ist vom 17 bis 17.30 Uhr. Das wird nicht wiederholt und das wird im Bruck gemacht werden. Ja? Speichern. Und ich habe mir Termine bereits notiert. Diese Kalender, Termine etc., das ist sehr praktisch, wenn ich zum Beispiel Arbeitseinsätze notieren sollte oder erfassen sollte, dann werde ich automatisch daran erinnert. Und jetzt brauche ich diesen Kalender nicht. Ich schalte wieder den normalen Kalender. Jetzt sehe ich beides. Da kann ich aber ausblenden, das mit Kindern. Und so weiter und so weiter. Und jetzt, ich habe das in Monatsansicht. Ich könnte aber auch Klick Arbeitswoche anzeigen. Ich könnte aber auch eine normale Woche anzeigen, also Montag, Samstag, Sonntag bis Sonntag. Oder eben eine Tagesansicht. Das ist je detaillierter die Darstellung sein sollte, desto kleiner Zeitraum. Also Tag ist am detailliersten, gell? Schwupps. Dann gehe ich zurück auf Monat. Zack, pack. Und jetzt schauen Sie mal. Und dann haben wir gesagt, wir könnten Termine machen, gell, gestern. Dann haben wir aber auch Personen erfasst. Schwupps. Und dann haben wir... Aha, sehen Sie, jetzt habe ich eine Erinnerung, dass ich einen Termin habe. Funktioniert. Kontakt hinzufügen. Und dann haben wir geschrieben, James Bond zum Beispiel. Gell? bond@bond.com. Ich mache jetzt mit Fehler, mit 2 com, damit das nicht geht. Dann machen wir Telefonnummer. Zack, 007, gell? Irgendwie so. Firma Bond AG. Und Kalaschnikow mitnehmen. Zum Beispiel Notiz erstellen. Und wir haben einen Kontakt gehabt. Wir konnten diese Kontakte auch bearbeiten. Wir konnten hier mehr hinzufügen, zum Beispiel eine zweite E-Mail-Adresse oder weitere Informationen. Zum Namen könnten wir Titel zum Beispiel machen. Adresse, privat, geschäftlich, Webseite und andere Informationen. Selbstverständlich könnte ich jetzt da auch Foto von James Bond hinzufügen. Zack, back. Ich mache das jetzt nicht, gell? Und wenn wir die Änderungen da gemacht haben, nicht AG, sondern GmbH, konnten wir das speichern, gell? Und dann haben wir noch bemerkt, wenn wir neuen Kontakt machen würden, machen wir jetzt Sandra Bond zum Beispiel, E-Mail-Adresse sbond.com und so weiter erstellen. Dann haben wir bemerkt, dass wir Personen zu einer Liste hinzufügen konnten. Jetzt mache ich eine Liste Bonds. Zack. Und
diese Person, schwupps, James und Sandra, gehe zu Bonds. Gell? Und James, du gehst auch zu Bonds. Sehen Sie? Und jetzt in diese Kontaktliste, oh, habe ich James, Sandra, wo bist du? Habe ich sie rausgenommen. Zack. Und jetzt. Interessanterweise, ich habe zwei E-Mail-Adressen. Entschuldigung. Blind, ich bin ein bisschen blind scheinbar. Hm? Und das kommt, also wir haben Kontakte erfasst, wir haben Listen erfasst und am Ende zum Beispiel, wir konnten diese verschieben in einen neuen Ordner. Bonds. Und diesen, Frau Sandra Bond, konnte ich auch verschieben zu Bonds. Das heißt, sie erscheinen nicht auf allgemeine Liste, sondern hier bei im speziellen Bereich. Gell? Das haben wir noch gestern gemacht. Und wir haben gestern noch Sachen zu tun angeschaut. Gell? Sachen zu tun, Aufgaben. Schubs. Nicht jetzt. Aufgabe hinzufügen und dann kann ich schreiben, einkaufen gehen und hinzufügen. Und jetzt schauen Sie mal, dieses Einkaufen gehen kann ich sagen, das besteht aus Migros hinzufügen. Dann muss ich beim Lidl vorbeischauen. Nächster Schritt. Lidl hinzufügen. Und dann muss ich noch bei Drogerie Kunz vorbeischauen. Dann Erinnerung später am Tag um 13 Uhr. So, speichern. Fälligkeitsdatum. Ich muss es spätestens bis am Donnerstag, bis morgen muss ich das machen. Das wird nicht wiederholt. Und jetzt könnte ich noch ein Foto dazu hinzufügen. Kann ich sagen, diese Liste nicht vergessen. Ja. Diese Liste nicht vergessen. Und das war's. Gell? Ich habe jetzt Einkaufsliste gemacht und später kann ich sagen, rechte Maustaste, Migros gemacht. Aua, ha? Es gibt auch Ton. Lidl gemacht. Und jetzt schauen Sie mal, auf der Zu-Tun-Liste erscheinen Sachen, welche erstellt sind. Ich kann Aufgabe hinzufügen, zum Beispiel Bewerbungen. Hinzufügen. Und jetzt kann ich machen Schritt CV erstellen. Foto machen lassen, dann Arbeitszeugnisse überprüfen, gell? Und Inserate checken. Und jetzt merke ich, aha, Foto, schwupps, ich drücke mit der linken Maustaste und halte linke Maustaste gedrückt, ich ziehe das ganz ans Anfang. Foto muss ich vor Lebenslauf erstellen lassen. Und dann sage ich Erinnerung, jawohl,
Ich brauche bis am. Ich brauche morgen am Nachmittag eine Erinnerung. Okay? Fälligkeitsdatum. Ich sage, das ist bis in einer Woche zu machen. Wird nicht wiederholt, oder? Und so kann ich, so werde ich immer wieder erinnern an diesen Sachen, welche ich zu erledigen habe. Habe ich Foto gemacht, rechte Maustaste, erledigt. Habe ich zu schnell geklickt, rechte Maustaste, als nicht erledigt machen. Und das sind meine Aufgaben. Und dann am Ende waren wir noch bei E-Mails. Wir haben, da ist eine Einladung von mir zu diesem Konferenz. Aha, das waren Informationen von Microsoft. Und jetzt, was wir noch gemacht haben, neue Nachricht gestern. Wir haben neue Nachricht mit diesem Symbol. Mit diesem Symbol haben wir das verschoben in separates Fenster. Klick drauf. Sehen Sie? Jetzt ist die Nachricht als separates Fenster da. Und jetzt konnte ich schreiben. Jetzt haben wir bemerkt, es gibt an, CC und BCC. Gell? Und jetzt an, das ist der Hauptempfänger. Ich schreibe mir selbst. Dann schreibe ich meinem Kollegen. hotmail.ch eine Kopie und dann schreibe ich noch an Kurs, also an eine dritte Person schicke ich auch eine Kopie, aber diese zwei oben, vor allem Herr Ananjerovic, der wird nichts wissen vom versteckten Kopie. Diese Adresse wird für die Person unsichtbar sein, auch für diese unsichtbar bleiben. Ja? Top Secret. Das ist ganz klar der Hauptempfänger. Das ist nur zum Kenntnisnahme Kopie und das ist versteckt, also Geheimagent. Ja? Und dann kann ich schreiben Rechnung betreffend, Rechnung vom 12.02.2021 und hier kommt bla bla bla. E-Mail-Text, gell? Freundliche Grüße. James Bond. Und wenn ich noch etwas dazu schicken möchte, dann muss ich auf Anfügen gehen. Vom Computer. Dieses Bild. Zack, pack. Und jetzt kann ich eigentlich senden. Ich schreibe eine Übung, nicht, dass der Nenat einen Herzinfarkt bekommt. Und senden. Und jetzt schauen Sie mal, sobald ich das gemacht habe. Schwupps. Am Anfang wird noch. Ja, ja. Das ist jetzt. Das ist nur am Anfang vom Betrieb vom Konto, gell? Und jetzt kann ich sehen, bei gesendeten Elementen ist diese Nachricht da. Und das haben wir gestern gemacht. Wir haben Kalender angeschaut. Wir haben Kontakte angeschaut. Wir haben Sachen zu tun angeschaut. Und am Ende haben wir noch gemailt. Gell? Und ich sehe auf einem anderen Computer, dass das bereits angekommen ist.